Leute, das ist unsere letzte Chance. Ich werde es jetzt mal probieren hier. Wow, was ist das denn, Leute? Oh mein Gott! Wir werden angegriffen! Das ist Don Alpha! Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft-RP, Leute. Aber heute bin ich gar nicht gut gelaunt. Ich bin richtig traurig, Freunde. Ihr seht schon, ich heule hier komplett. Denn mein Paul Berger Limoladen wurde komplett zerstört, Leute. Guckt euch das hier mal an. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Hier, Alphastein und Ente haben mit ihrer Mafia meinen Paul Berger Limoladen zerstört. Und wir haben überhaupt kein Geld mehr, um das Ganze aufzubauen. Hier, mein McDonald's wurde auch komplett zerstört, Freunde. Die ganze Stadt war zerstört und natürlich haben die nur ihre Läden hier wieder aufgebaut, Freunde, ja. Und das Schlimme ist einfach, ihr seht es hier, wir haben gar kein Geld mehr übrig. Eigentlich haben die ja versprochen, das Ganze wieder aufzubauen, haben sie aber nicht gemacht und jetzt sind wir komplett pleite, Leute. Habt ihr eine Idee, wie wir wieder an Geld kommen? Lasst mal ein Like und ein Abo da und schreibt das mal in die Kommentare. Hä? Was ist das denn hier? Hä? Alter, oha, was ist das für ein krasses Auto? Was ist das für ein krasses Auto? Ey, Alphastein, was hast du für ein krasses Auto hier? Alter, einmal pack mich auf die Straße, Ente, los, pack richtig. Und Ente? Hey, läuft das mit meinem krassen Auto? Ente hat auch ein krasses Auto, hä? Der hat einfach ein C63 AMG und Audi RS3. Alter. Ich will mit meinen billigen McDonald's essen gehen. Obwohl, das geht ja gar nicht mehr. Boah, das ist ja kaputt. Ey, Leute, was sind das für Ehrenlose? Ey, mein McDonald's. So ein bisschen Trinkgeld da lassen für die letzten. Hier, Max, hier von den McDonald's. Ey, ich nehme das Geld jetzt nur, weil ich es brauche. Sonst würde ich dein ekliges Geld nicht nehmen. Leute, gib mir auch immer was. Guck ey, ihr habt letztes Mal hier alles zerstört und ihr hättet das hier reparieren sollen. Warum habt ihr das nicht gemacht? Wir machen gar nichts. Denkst du, wir haben Angst vor dem Militär? Uns gehört die ganze Stadt. Die kannst du nicht bedrohen. Ey, Leute, die haben gar keinen Respekt vor dem Militär und der Polizei und so. Woher habt ihr überhaupt... Wir haben jetzt auch schon gekauft, Bro. Woher habt ihr überhaupt eure krassen Autos? Was habt ihr denn da? Ja, Alter. Oha. Die gibt's jetzt im Autoladen. Die wurden neu hinzugefügt. Die wurden hingeliefert. Ey, die haben richtig krasse Autos, Leute. Und wir haben gar kein Geld. Was kostet denn so ein Auto? Das kannst du dir niemals leisten. Ganz viel Netherite. Mindestens ein Stack Netherite. Ein Stack Netherite. Oha, Leute. Ja, echt coole Autos, was ihr da habt. Ja, ja. Weißt du, unser McDonald's kaputt ist wahrscheinlich? Was mit meinem McDonald's? Wahrscheinlich ist zumindest der McDonald's aufs Klo gegangen. Der ist explodiert. Ciao, Crybex. Ey. Boah, der driftet hier richtig rum, Junge. Ey, Leute, ganz ehrlich, Freunde, wir müssen unbedingt wieder an Geld kommen. Wir brauchen krassere Autos als die zwei Schmalspuren da. Es kann ja nicht sein, dass die hier einen dicken Audi und einen dicken Mercedes fahren und wir hier nur unseren kleinen McDonald's-Smart noch haben, ey. Freunde, wir müssen irgendwie wieder zu Geld kommen. Wisst ihr was? Ich habe da eine Idee. Wir haben ja noch so ein paar Ersparnisse. Wir gehen jetzt mal in unseren Tresorraum rein. Da haben wir safe noch Geld und können uns auch ein krasses Auto kaufen, Leute. Let's go. Ey, Leute, ich habe doch immer richtig viel Ersparnisse in meinem Tresor gehabt. Das weiß ich doch. Ihr wisst es doch auch, Freunde. So, zack, wir gucken da mal rein. Ihr wisst ja, ich habe ja hier meinen geheimen Tresorraum hier unten. Leute, hier können die unmöglich eingebrochen sein hier, ja? Mit Kameraüberwachung, Laser, Tresor, alles hier am Start. So, da gucken wir mal rein hier. Warte mal. Leute. Hä? Hä? Die Kisten waren noch voll gewesen. Was ist das denn? Freunde, unser ganzes Geld ist weg. Das sind ja nur noch so 10 Stacks Geld drin. Das ist unser letztes Geld, was wir haben. Und das wird ja nicht mal ausreichen, um einen Laden von uns zu reparieren. Ey, Leute, ich glaube wirklich, wenn das so weiterläuft, müssen wir vielleicht hier unser Haus verkaufen. Das ist ja gar nicht gut, Freunde. Ja, also, Leute, ich weiß gerade wirklich nicht, wie wir an Geld kommen sollen. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was wir machen sollen. Ich meine, wie sollen wir aus 10 Stacks Geld... Leute, ihr wisst, was das ist. 10 Stacks Geld, das sind 5 Netherite-Bachen, die wir uns kaufen können. Und so ein Auto kostet 100 Netherite. Ey, so kommen wir doch nie an das Geld für ein Auto ran und so können wir nicht mal unsere Läden reparieren. Ey, müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ey, Freunde, ey, ganz ehrlich, ich gönne ihm das überhaupt nicht, Alphastein. Der macht immer nur alles kaputt bei uns und jetzt hat er da noch so viel Geld. Wisst ihr was, wir beobachten den da jetzt mal ein bisschen. Was macht der da? So ein krasser Motor drin, ist so heftig. Oha, okay, der hat echt einen krassen Motor da drin. Meint ihr, wir können dem vielleicht sein Auto klauen oder so? Das wäre ja auch krass. Aber ganz ehrlich, ich will den eigentlich nicht ihr Auto klauen, sondern ich will den einfach richtig die Ehre nehmen und will ein krasseres Auto als die haben. Ja, vielleicht können wir die dann noch in einem Rennen besiegen oder so.
Also von dem billigen Motor drin. Die machen da voll das Tuning-Treffen, Leute. Wisst ihr was? Ich muss irgendwie... Oh, ich habe eine Idee. Guck mal, da hinten wohnt doch Amir. Vielleicht kann Amir uns weiterhelfen. Vielleicht hat der eine Idee, wie wir hier irgendwie an Geld kommen können. Ey, warte mal, Leute, hier ist ja auch noch ein neues Haus. Wem gehört das denn hier? Weiß mit Rot, hä? Zwischen Amir und meinem Haus. Ey, sieht aber auch schön aus hier, das Haus. Vielleicht weiß Amir ja mehr, wer unser neuer Nachbar ist. Ich hoffe nicht, dass Alphastein und Ente das hier noch gekauft haben. Ey, Amir! Amir! Hä? Alter, der hat ja voll viel Geld. Meint der, Amir hat unseren Tresor ausgeraubt? Oder warum hat der so viel... Max, was geht? Was geht? Bro, woher hast denn du das ganze Geld? Ganz einfach, wegen meiner Security-Firma. Hast du mal gesehen? Jeder Laden hat Security. Ich krieg so viel Geld gerade. Oh, okay. Also ich muss sagen, das freut mich für dich. Bei mir läuft leider gar nicht mehr. Ich habe nur noch 10 Stacks Geld. Das alles, was ich habe, ich wurde komplett fertig gemacht von Alphastein und Ente. Digga, dann werde ich doch einfach. Ja, wie denn? Ich habe doch nichts mehr. Ich habe absolut nichts mehr. Hast du eine Idee, wie ich vielleicht an Geld kommen kann? Boah, vielleicht kann ich bei deiner Security-Firma arbeiten und irgendwie abarbeiten oder sowas. Aber das ist halt schwierig. Ich meine, verdient arbeitet ja nicht so viel Geld wie ich als Sitzer. Ich hätte was, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, was du machen kannst. Das hat was mit Glück zu tun. Hä, wie? Was hast du? Na, hast du den neuen Laden nicht mitbekommen? Wie, einen neuen Laden? Was denn für einen neuen Laden? Ja, es gibt einen Lottoladen jetzt hier. Du kannst damit echt Netherite und so gewinnen. Alter! Ein Lottoladen gibt's hier? Ja, aber ja, Bruder, gewinne ich doch nie. Das ist doch locker so Glückssache. Ja, hier, komm. Alter, Armin, Geld, spiel damit. Oha! Alter, ey, Amir, wenn ich im Lotto gewinne, ich werde dir auf jeden Fall alles wieder zurückzahlen, versprochen. Ja, ist kein Ding. Oha. Mach einfach, versuch dein Glück. Okay, ey, Ehrenmann, aber sonst, wenn du Arbeit brauchst, kommst du einfach zu mir. Okay, danke dir. Ey, aber Amir, warte mal, wer baut hier eigentlich neben uns? Ich glaube, Russik. Russik ist eben eingezogen. Russik, ja, oha, Russik. Nice, neuen Nachbar. Ja, ja. Okay, ich hatte schon Angst, dass Alphastein das wieder ist. Danke dir, Amir, tschüss. Mach's gut, tschüss. Oha, Leute, okay, Amir hat uns auch nochmal ein bisschen Startkapital gegeben. Vielleicht, Leute, können wir damit im Lotto gewinnen, Freunde. Das wäre so krass. Oh, ey, wir müssen irgendwie an Geld kommen, Leute. Dann wären wir einfach, wenn wir im Lotto gewinnen, direkt der reichste Spieler hier auf dem Server. Das wäre so heftig. Und hätten endlich mehr Geld als Alphastein und Ente. Oh, oh, oh. Oha, was ist das denn hier? Hä? Warte mal, ist das... Ist das hier Don... Ist das hier Don Alpha, Leute? Ich bin Don Alpha. Mach Tür auf für mich. Ich mach schon den Don Alpha. Alter. Oh, danke. Die machen ihre Mafia-Geschäfte hier weiter. Ey, was ist das für ein Auto hier? Oha. Was möchtest du? Wir haben einen Besuch, Ente. Bitte mach ihn kaputt. Ich soll sie kaputt machen? Nee, ich geh schon, Tschüss. Tschüss. Oh, ey, die schießen auf mich, ey. Wow. Oh mein Gott. Geh weiter. Ey, Freunde, der Typ ist absolut mächtig geworden. Der lässt sich hier so rumchauffieren von Ente. Ente ist, glaube ich, voll dem sein Handlanger oder so. Aber okay, Ami hat uns ja gesagt, hier in der Stadt muss es irgendwo einen neuen Lottoladen geben. Leute, aber natürlich wie immer, Finger weg von sowas. Man hat da eigentlich nie Glück. Also gebt dafür nicht euer Geld aus. Ich werde jetzt aber hier mal... Leute, das ist unsere letzte Chance. Ich werde es jetzt mal probieren hier. Wo ist denn überhaupt hier der Laden? Hier Burger King, McDonald's. Hier gibt es mittlerweile so viele Läden in der Stadt. Boah, hier das Autohaus von Stani. Don Alpha fährt da, glaube ich, auch gerade hin. Don Alpha fährt da auch gerade hin, Leute. Das heißt, das muss ja da hinten irgendwo sein. Und guck mal hier bei Stanis Autohaus, bei Stani Performance, was hier alles gibt. Ey, G-Klassen kann man hier kaufen mittlerweile. Boah, wenn wir nur im Lotto gewinnen würden, Freunde, dann können wir uns hier so krasse Sachen kaufen. Stani ist, glaube ich, gerade gar nicht hier da. Es gibt sogar einen Lamborghini Urus, den man sich kaufen kann. Oha, nochmal eine G-Klasse, ein Bentley. Porsche. Ey, Freunde, wir müssen irgendwie zu Geld kommen. Wir werden jetzt auch mal da hingehen und wer weiß, vielleicht ist das Glück mit uns. So, wir gehen da jetzt mal hin. Da vorne scheint das wohl zu sein, Leute. Okay, wir laufen mal hin. Das sind sogar Securities, die da vorne stehen und aufpassen. Leute, da muss man wohl hier richtig viel Geld gewinnen können. Oh, schaut mal hier, Lotto. Oha, das ist hier wirklich der Laden, Freunde. Ey, das ist zu krass. Okay, wir gehen da jetzt auch mal rein. Oha, Leute, wie krass sieht dieser Laden denn bitte aus? Hier, Lottoladen, Securities davor. Alter. Holy Macaroni. Oha. Ante, ich gewinne nichts. Ante, alle deine Schuld. Oh. Ey, ich hab nur nichts gemacht, du Läufer. Ich bin in der Schule. Fahr mich nach Hause. Alter. Oha, Leute, der ist richtig schlecht gelaunt. Fahr mich nach Hause, ich hab kein Geld mehr. Und schon spät wieder. Nee, dann geht's. Oha, Leute, also Don Alpha hat hier wohl nicht gewonnen. Hallo, der Herr, sind Sie hier der Lottoverkäufer? Ja, ich bin der Lottoverkäufer. Wollen Sie Lotto spielen, Glück versuchen, Geld verdienen? Sind das hier, was kann man denn hier für Lucky Blocks kaufen? Wie krass ist das denn? Ja, aber heute haben wir ein spezielles Angebot, ja, also die sind alle ein bisschen teurer. Und zwar haben wir einmal die Lucky Blöcke hier. Oh. Einer kostet nur ein Stack Geld. Ein Stack Geld, das ist ja voll teuer für einen Block. Ja, der Hauptgewinn
wenn sie in 10 Netherite ballen, ne? Wow, okay, 10 Netherite machen, Leute, das sind ja umgerechnet, wie viel ist das, Leute? Keine Ahnung, 600, das sind 640. Oha, okay, also man kann sein Geld quasi verzehnfachen beim Hauptgewinn. Okay, ich würde 10 Lucky Blocks kaufen. Ja, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Geld ist da. Mach mal 10 Stacks, ne? Ja, hab ich ihn getroppt. Okay, danke schön. Ja, okay. Ich werde die ja, öffnen. Mach's gut, ich hab's nachgezählt. Ja, mach gut, ne, oha. Mach's gut. Boah, ja. Leute, also wir haben jetzt noch nicht unser ganzes Geld investiert. Wenn es schlecht läuft, können wir noch ein paar mehr Blocks kaufen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die 10 Stück hier auf, Freunde. Oh mein Gott, ey, wenn es gut läuft und wir hier den Hauptgewinn ein paar Mal haben, dann können wir uns direkt ein richtig fettes Auto kaufen. So, wir platzieren die jetzt hier mal. Und das könnte das Problem... Nein, wir haben nur Erde bekommen. Ey, Leute, das könnte die Lösung für all unser Problem sein. Geld! Geld! Aber ich glaube, das war jetzt nicht so viel, was da rauskam. Nochmal. Oh, nochmal Geld! Oh, das ist aber gar nicht so viel irgendwie. Ey, Leute, ich wusste, das war eine schlechte Idee. Da kommt ja nur Erde raus und ein bisschen Geld. Aber bei weitem nicht das, was wir da investiert haben. Leute, wenn da was richtig Fettes kommt, dann kann das auch mal richtig knallen jetzt hier. Oh Mann, ey, wieder nur Erde. Wieder nur Erde. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh... Hä? Hier kam ja gar nichts raus. Ach nee, auch nur Erde. Ah, Mann, ey. Komm, jetzt der Vorletzte. Bitte gönn doch mal jetzt hier ein bisschen. Wir müssen irgendwie an Geld kommen, Leute. Nein, wieder nur Erde. Und... Oh, Mann, wieder nur Erde. Ey, das ist ja voll der Scam, Leute. Noch eine Runde spielen wir. Ey, Mann. Eine Runde. Warte mal, wie viele Stacks haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe noch 7 Stacks, Leute. Da, ich glaub... Jente, du darfst auch spielen, Jente. Der ist ja schon wieder was, hier. Ich darf auch spielen, ja. Ey, Leute, das geht doch nicht hier. Ja, moin. Wie viel wollen Sie kaufen? Ein Stack. Ein Stack, ja. Natürlich. Der will ein Stack von diesen Lotto-Blöcken hier kaufen. So, hier bitte schön. Alter, hat der viel. Ey, der ist ja so reich, der kauft das einfach mit seinem Netherite. Ey, wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt mein ganzes Geld investieren. Mein letztes Hab und Gut. Einmal bitte nochmal 7 Lucky Blocks. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dankeschön. Ah, super. Danke. Ja, dankeschön, ich zähle. Oh, Netherite gewonnen. Alter, der gewinnt hier Netherite. Wie ehrenlos ist das denn? Ey, Junge. Ey, Mann. Alter, ey, Leute, da sieht man einfach wieder. Der hat schon viel Geld und kriegt noch leichter Geld. Ey, Mann, ich muss jetzt hier auch mal unbedingt Glück haben. Wie viele der öffnet? Junge. Oh, sehr gut, Alpha. Ey, so, ich gönn denen gar nicht ihrer ekligen Mafia, was die da machen. Freunde, komm, ich werde jetzt hier auch nochmal meine platzieren. Das sind jetzt meine letzten 7 Versuche, um hier ein bisschen an Geld zu kommen, Leute. So, und zack. Komm. Wir gucken jetzt mal, bis die hier fertig sind, Leute. Ich will die erst öffnen, wenn die weg sind. Nicht, dass die mir hier noch mein Geld klauen, Leute. Wir haben viel Geld gemacht, komm. Wir gehen damit essen. Pizza. Ja, Donalfa, Pizza. Alter, okay. Voll los. Jetzt ziehen die hier schon wieder ab. Aber okay, Freunde. Wer weiß, vielleicht haben wir jetzt ja auch einmal Glück, Leute. Okay, dann komm. 1. Nein, wieder nur Erde. Ey, komm schon. Ein bisschen Geld. Ja. Oh, Mann, bitte. Bitte gönn doch jetzt mal. Ach, Mann, ey. Oh, ey, wieder nur. Ey, Leute, wir müssen jetzt hier alles auf eine Karte setzen. Das ist jetzt der letzte Lotto-Lucky-Block hier. Wenn wir jetzt hier den Hauptgewinn haben, dann könnten wir hier richtig viel Geld kriegen. Ich würde sagen, wir werden den jetzt mal öffnen, Leute. Okay, Leute, wir werden den jetzt öffnen. Nochmal einen Schluck an der Paulberger Limo nehmen, Leute. Das soll ja bekanntlich Glück bringen. Ah, okay, let's go, Leute. 3, 2, 1 und wir öffnen das. Wow, was ist das denn, Leute? Hier kommt Feuerwerk. Hey. Das sind... Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Super-Secret-Hauptgewinn bekommen. Den Super-Secret-Hauptgewinn? Was? Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe 26 Netherite-Blöcke bekommen. Ja. Leute, wie viel ist da? Das sind fast 4 Stacks Netherite-Barren. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Ey, Leute, ich bin... Das macht mich doch automatisch zum reichsten Spieler hier, oder nicht? Du, dann nimm mit dem vergiss nicht Werbung zu machen, dass du hier gewonnen hast. Ne? Alter. Ich bin wieder weg. Oh, okay, danke. Leute, wir haben den Super Jackpot gewonnen. Was war das hier gerade mit Feuerwerk und allem? Oh mein Gott, wir sind super reich. Wir sind super reich. Das ist die Lösung für alle unsere Probleme. Let's go, Leute. Ey, wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal hier zu Stani gehen und wir werden uns jetzt erstmal ein fettes Auto kaufen, würde ich sagen. Aber warte mal, jetzt wo wir so viel Geld haben, sollten wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen Security bei Amir holen, nicht? Dass wieder Ente und Alphastein uns ausrauben wollen. Aber egal, wir kaufen uns erstmal ein fettes Auto bei Stani Performance, Leute. Hey, die machen jetzt schon Auge auf mich. Die beobachten mich ja jetzt schon.
Oh Gott, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben mich im Visier. Die wollen mich, glaube ich, ausrauben. Insel, hast du das auch gehört? Oh mein Gott. Ich habe die Raketen gesehen, aber das ist Checkpoint geknackt. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich hoffe, die denken nicht, dass ich... Oh mein Gott, Leute. Wir müssen ihn beobachten. Oh oh, oh oh. Alphastein und seine Mafia beobachtet mich jetzt, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall später noch Schutz holen. Aber jetzt gehen wir uns erstmal ein cooles Auto kaufen. Ey, Stadi! Yo, was geht ab, Alter? Ey, willkommen bei Stadi Performance. Oh mein Gott, ey, du hast hier aufgerüstet. Sieht anders aus hier, ne? Ja, ja, klar. Ein bisschen neues Luxusauto aus hier gemacht. Alles Bro, neu. Bro, du hast ja überkrasse Autos hier. Ja, aber das wird nichts für dich sein, Max, muss ich dir ehrlich sagen. Hä, hey, wie, das ist nichts für mich? Zu teuer. Bro, weißt du, wer gerade... Ey, aber verrat das nicht. Weißt du, wer hier gerade den Super-Secret-Checkpot gewonnen hat? Wer? Ja, ich, Bro. Was? Du hast den Super-Secret-Checkpot gewonnen? Ey, Stadi, Stadi, schrei das hier nicht so in der Stadt rum. Oh mein Gott. Nein, er soll das doch nicht hier verraten. Bro, sei leise. Sonst werde ich hier wieder ausgeraubt oder so. Ja, 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 komm erstmal rein. Komm erstmal rein in den Laden. Komm erstmal ja, rein. Ja, ich brauche hier mal ein paar schöne Autos von dir. Ja, was hast du dir denn so vorgestellt? Jetzt wird hier richtig geshoppt. Also, ich sag's mal so. Ich hätte gern einmal was Sportliches und einmal was Elegantes, um mich rumchauffieren zu lassen. Ja, also hier haben wir dann einmal so einen Urus. Oh. Der wäre auch ziemlich was Sportliches. Leute, Urus, richtig wild. Ja, ja, ja. Lamborghini kostet Urus. Kostet 100 Netherite-Barren. 100 Netherite? Ey, Leute, das können wir uns leisten. Guck mal, das sind ja so ein bisschen mehr als 1,5 Stacks. Okay. Ja, weißt du was, Dani? Pack ein das Ding. Den kaufe ich. Was? Ja, pack ein, Junge. Was soll der Geiz? Okay, okay. Ich will noch ein zweites Auto kaufen. Hier hätten wir doch ein Bentley. Leute, damit könntest du Bentley? Dich schockieren lassen. Flying Spur? Oh mein Gott, guck mal, hier kann man so hinten rechts einsteigen. Ja, ja, da lasse ich mich hier richtig rumchauffieren. Ja, sage ich ehrlich, Stani, damit sehe ich mich schon hier. Dann, okay, was kostet denn der Bentley hier? Ich will direkt beide. Der Bentley kostet 120. Der ist teurer als der Urus. Ja, klar, Bro, das ist hier Superfly, Super Sprite, alles Super Sprite und so. Warte mal ganz kurz, lass mal rechnen, Leute. Wir haben hier, warte mal, das sind so 180. Wenn wir fast unser ganz Geld für Autos ausgeben, vielleicht können wir ein bisschen Special Price machen. Guck mal, Stani, ich kaufe die beiden jetzt bei dir und wir machen ein bisschen Special Price, ne? Okay, sag dann lass was mal sagen, vorstellen. Ich gebe dir 200 für beide zusammen. Ist doch ein korrekter Preis. 20 Netter Right. Okay, hä? Bro. Was macht Alphastein hier? Hey, bitte aus meinem Laden raus. Haben die nicht Hausverbot hier bei dir oder was? Aus dem Laden raus. Enzo, geh mal Auto rein. Mach Soundcheck, Enzo. Mach Soundcheck, geh mal Auto rein. Raus hier. Hey, habt ihr falsch nicht richtig gehört? Raus aus dem Laden hier, Junge. Raus hier. Steig ein. Gute Sound. Raus hier. Alter. Boah. Ey, Bro, der Wagen hat ja einen überkrassen Sound, ey. Raus aus meinem Laden, Alter. Ihr habt Hausverbot hier. Oh, ich hab Enter abgeknallt. Ey, das war gut, Stani. Haben die hier Hausverbot bei dir oder was? Ja, Mann, so. Warte mal, ich geb dir mal die Autos. Boah, wer fährt denn da draußen rum mit einem gelben Urus, hä? Alter, keine das ist Ahnung, ja voll krass. Vollidiot macht die Krach, Junge. Oha. Ja, gut, also, Stani, wie sieht's aus jetzt? 200 Netherite? 200 oh. Netherite? Was ey, der macht hier los, voll die Burnouts bei dir. Wer ist denn das? Ey, wer bist du denn? Ey, Tuan! Hey, Tour, mein bester Freund, was geht? Mach die Knarre runter, bevor ich meine Laus hole. Ja, ja, ja. Alter, Leute, Tour ist ja auch hier. Ey, Tour, ich wollte mir hier auch gerade einen Urus kaufen. Wir sind die Holosplitter. Ja, Mann, nice. Oh. Ich hab gehört, irgend so ein Typ macht Ärger hier. Ja, so ein komischer Don Alpha hier macht Ärger in der Stadt. Oh, warte mal, ist das nicht dein Auto? Halt dich da lieber zurück, der ist eine Nummer zu groß für dich. Ey, der klaut einfach Don Alpha seine Reifentouren. So, kann man alles verkaufen, kann man alles verkaufen. Okay, und das Auto so, ist weg. So, mach dir keine Sorgen. Okay, ey, Touren, ich war gerade dabei, ein Auto zu kaufen. Ja, ich lade dich mal die Tage ein zu mir. Ja, gerne, ja, okay. Ich muss ein paar Geschäfte machen. Ich habe gerade diesen Lottoladen gekauft. Okay. Gut, also, Stani, wie sieht's denn jetzt aus hier? Ja, machen wir, gib mir das Geld und okay. Dann kriegst du die Autos. So, hier, Rest ist Trinkgeld. Ja, okay, danke dir, Alter. Gut, so. Dann würde ich sagen, bringen wir mal dir die Autos raus. Warte ja, mal. Mach mal hier auf, Junge, ich will rausfahren. Oh, Leute, wir fahren Lamborghini Urus. Mach mal hier die Scheibe auf für mich, für deinen Premium-Kunden. Ja, chill mal. Wow. Ey, den Bentley, komm ich gleich. Kannst du mir den Bentley nach Hause liefern? Ja. Okay, super. Ich drehe eine Runde mit dem Lambo. Oh, Leute, ey, das läuft hier richtig gut bei uns. Wow. Ey, der ist so schnell.
Der Lambo ist so schnell. Wow, 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 wow. Guckt euch mal die Schmalspuren Alphastein und Ente mit ihren kleinen Mercedes an. Wir haben Lambo, Junge. Ich glaube, wir müssen auch mal bald unsere Einfahrt vergrößern. Die passen ja hier gar nicht mehr richtig rein hier. Müssen mal ein bisschen unser Haus umbauen, jetzt wo wir so dicke Autos haben. So, wir parken den mal schön hier drin. Stani müsste auch gleich noch mit dem Bentley um die Ecke kommen. So, aber Freunde, wie gesagt, wir haben ja auch noch ein weiteres Problem. Und zwar, wir sind ja immer noch super, super reich. 40 Netherite-Barren haben wir noch übrig. Wir müssen uns natürlich auch noch um Schutz kümmern, ja? Gerade mit Don Alpha und so in der Stadt. Ich werde jetzt mal zu Army Security Laden gleich gehen. Ich glaube, wir brauchen hier nämlich unbedingt Securities als reichster Spieler hier auf dem Server, Leute. Oh, Leute, ich glaube, da kommt er angefahren. Oh, sieht der Wagen krass aus. Ey, damit lassen wir uns hier rumchauffieren. Ey, Stani, danke für die Lieferung. Ja, sieht heftig aus. Kein Problem. Lieferung war natürlich frei Haus. Dankeschön, danke. Boah, ey, guck mal, die Bummis da drüben. Guck mal, der driftet ins Wasser. Stani ist ins, Alpha ist ins Wasser gedriftet. Ey, so ein Bummi. Ey, sabotierst du die hier, Stani? Ja, ich mach den Motor kaputt. Ja, sehr gut, sehr gut. Mach kaputt, mach kaputt. Ja, hau richtig drauf. Ich glaube, der fährt noch, oder? Hey, mein Audi! Hey, Ente und Alpha, ihr habt ja richtige Schmalspurautos. Au, du hast mich angefahren. Bro, ihr habt ja voll die Bummi-Autos. Einfach nur Mercedes und Audi. Guck mal, ich hab Bentley und Lambo hier in meiner Einfahrt stehen. Wow, was denn? So muss eine Einfahrt aussehen. Du denkst doch gar nichts, was denn? Ja, ich hab gute Geschäfte gemacht. Ich hab gut investiert, mein Geld. Sind die echt? Ja, ja, gönn doch. Drin und alles. So, nee, jetzt mach kein Auge hier. So, mach die Kofferraumklappe wieder zu. Nö. So, ey, mach wieder zu, Junge. Von innen angucken. Oh, schönes Auto. Ja, schön. Ja, jetzt, ey, aussteigen. Aussteigen, Schöbi. Junge. Musst du aussteigen? Ich will nur ein bisschen gucken. Nein, du darfst hier nicht gucken. Weg mit dir. Willst du Stress mit uns oder was? Mit Don Alpha holen? Don Alpha, ey. Don Alpha. Verzieh dich mit Don Alpha hier. Mach mal erstmal den Betonblock hier weg, den ich hier wegen dir gespawnt habe. Okay, du darfst Soundcheck machen, aber nicht mehr. Okay, Ente, komm, mach mal einen Soundcheck. Aber nicht los. Soundcheck. Wenn du losfährst, knall ich dich ab, Junge. Ich fahr nicht los. Ich glaube, der hat eine Akrapovic-Auspuffanlage eingebaut. Da bin ich auch, Andre, das wird heftig. So. Ja, Wolf, ich glaube, das Auto ist kaputt. Oha. Ey, Amir, was geht? Zu dir wollte ich eh noch vorbeikommen. Was denn? Ey, jetzt hört doch mal auf, hier beim Motor immer rumzufummeln. Weg. Ach so, warte mal. Weil ich hier so krasse Autos habe. Ja? Das geht aufs Haus. So, Max, ich doch mal im Schutz jetzt hier. Verzieht euch beide. Oha. Ey, du, Amir. Jetzt, wo du da bist, ist eh gut. Ich fühle mich nämlich eh ein bisschen bedroht in letzter Zeit. So unter uns, wir sind ja Freunde. Ich habe den super Secret Checkpot gewonnen. Ich wollte mir ein bisschen... Ja, ja, deswegen habe ich hier so krasse Autos. Das Ding ist Alphastein, macht hier die ganze Zeit Auge auf mich. Lass mal bitte in deine Security-Firma fahren. Ich wollte jetzt eh ein bisschen Schutz kaufen, ja, dann, okay? Ja, dann lass mal. Okay, sehr gut, sehr gut. Genau, steig mal ein. Ich brauche am besten so ein richtig, so vielleicht so zwei Bummis und einen so einen richtig krassen Personenschützer, weißt du? So einen, der mich so rumchauffiert und so. So einen, so der richtiger Profi ist, weißt du? Ich zahle auch wirklich gut. Aber ich brauche Schutz, dass hier nicht Don Alpha mich ausraubt und so, weißt du? Okay, dann musst du mir aber ganz kurz Zeit geben. Also, der schießt hier auf mich. Ach, Digga. Was soll das? Bro! Warte kurz her, ja? Ich komme gleich. Okay, alles klar. Guck mal, die kosten ein Stack Geld pro Tag, aber ganz easy, Freunde. Wir haben ja so viel Netherite. Wir können ja einmal kurz ein bisschen tauschen bei Armee. Der soll mir einfach ein bisschen Geld droppen und ich gebe dem Netherite dafür. Ich meine, ein Netherite ist ja ein Stack. Ah, ich werde angeschossen! Wow, Ente macht hier ein Drive-By-Shooting auf mich! Alter, oha, jetzt hat er sich selbst in die Luft gejagt. Guckt euch mal den Bummi an. Alter. Ey, Leute, ihr merkt schon, das ist echt gefährlich. Wir brauchen jetzt hier wirklich einen richtig krassen Personenschutz, damit sowas nicht passiert. Ich wurde gerufen. Ah, okay, du bist hier also der ausgebildete Security von Armia oder was? Was kostest du pro Tag? Ein Netherite-Barren pro Tag. Ein Netherite-Barren pro Tag. Okay, easy. Das ist sehr gut. So, hier, zack. Nehme ich mal. Weißt du was? Bezahl du einfach deine Jungs. Ich bezahle hier auch noch. Hier, zack. Hier ein paar Netherite-Barren. Rest ist Trinkgeld. Dann nimm mal noch zwei mit, die mich verteidigen, okay? So, oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt hier einen richtig krassen Security. Okay, perfekt. Oh. Schaut euch mal an, wie ich hier geschützt werde. Also ich will jetzt hier ein komplettes Security-Konzept einmal haben. Ich bin Multimillionär hier. Warten Sie kurz, hinten ist ein Fahrzeug. Ja, gehört das zu Ihnen? Nein, der gehört nicht zu mir. Erzähl dich! Boah, Leute, der schießt hier einfach hier.
Der schießt ja einfach jeden direkt an für mich. Security-Chef, ich möchte gern einmal nach Hause gefahren werden, zu meiner Villa, ja? Boah, guck mal, wir steigen hier hinten rechts ein. Jungs, ihr lauft zu Fuß weiter, ihr werdet alles nachchecken. Oha, Alter, Leute, wir werden hier in unserem Bentley rumchauffiert. Wir sitzen hinten rechts und wir haben zwei Personenschützer, die hier um unser Fahrzeug rumlaufen. Ey, wir sind einfach hier der reichste, mächtigste Spieler. Leute, was will dieser Don Alpha jetzt noch machen? Sage ich euch, wie es ist. Oh, ja, da vorne, genau. Das Haus da vorne mit dem roten Urus. Das ist meiner. Ja. Da vorne, so. Da vorne. Warte mal, was ist denn hier los? Oh mein Gott! Wir werden angegriffen! Das ist Don Alpha! Security-Chef, bringen Sie mich in Sicherheit! Oh mein Gott! Wir müssen weiterfahren, Sir. Wow. Ey, ich bin fast tot! Oh mein Gott! Fahren Sie weg! Oh mein Gott! Leute, ich muss hier in Deckung gehen! Gehen Sie in Deckung! Oh, ich werde angegriffen! Security, macht euren Job! Steigen Sie ein, Sir! Ja, okay, steig ein! Oh mein Gott! Bring mich hier weg! Alter, Leute, was war das für ein Hinterhalt? Ey, wir brauchen unbedingt Personenschutz. Ich glaube, zwei weitere Personenschützer waren zu wenig. Ich glaube, die haben es nicht überlebt. Aber zum Glück haben wir hier so jemanden noch angeheuert. Ich brauche unbedingt mehr Schutz. So kann ich nicht nach Hause gehen. Wird besorgt. Kommen Sie mit. Bringen Sie mich bitte sicher nach Hause. Oh, Leute, das sind wohl die Probleme, die man hat als Superreicher. Bitte einmal die Weste hier ausrüsten. Ja, okay. Leute, wir ziehen mal hier so eine schusssichere Weste an. Vielleicht sollten Sie noch ein bisschen mehr Personal mitnehmen, um mich nach Hause zu bringen. Die warten bestimmt bei mir zu Hause. Oh, Leute, ich glaube, die wollen mein ganzes Netherite mir klauen. Die wollen mich ausrauben. Safe sind die mit den ganzen Schlägertrupps bei mir zu Hause und warten da. Jungs, Team Alpha, mitkommen. Oh, Leute, ich hoffe, wir schaffen es jetzt lebend nach Hause. Aber ich glaube, mit den ganzen Personenschützern, wenn das jemand schafft, dann hier Amir Security Firma. Okay, die Personenschützer, ich glaube, die kommen hier hinterher. Vielleicht müssen wir ein bisschen langsamer machen. Okay, wir sollten langsam machen, dass die ganzen Personenschützer hier bei uns sind. Okay, oh mein Gott, unsere Armee läuft hinter uns her. Sehr gut. Ich glaube, damit könnten wir es schaffen. Was sehe ich da vorne jetzt schon? Mr. Chef Security, ich glaube, die warten bei mir zu Hause. Sir, wir haben eine kleine Armee. Okay, wir müssen mich da gut jetzt nach Hause bringen. Oh mein Gott, wie viele das sind. Die haben auch eine Armee. Oh. Bleiben Sie bleiben Sie hinter dem Auto, Sir. Okay, ich bleib dahinter. Kommt her! Leute, Security gegen Mafia. Angriff, Security. Achtung, die werfen Molotow-Cocktails. Oh mein Gott. Wir knallen sie alle ab! Oh mein Gott, das sind viele! Das sind richtig viele! Oh mein Gott. Wir werden uns diesen Ententyp holen! Ach du Heilige! Ich werde ins Auto einsteigen und wegfahren! Holy moly! Da ist dieser Don Alpha, Leute. Den müssen wir uns eigentlich schnappen, Leute. Wo ist das Geld? Du willst mein Geld, hä? Du kriegst mein Geld nicht. Don Alpha, für dich ist Endstation jetzt hier. Hände hoch. Du bist umstellt, Don Alpha. Hände hoch. Los, Securities, packt ihn. Leute, ich kann euch erklären. Jungs. Sir. Jetzt ist Ende für dich, Don Alpha. Meine Jungs und Dimitri sind nach oben. Schnell weg, Er will abhauen, jetzt mit der Oh, Achtung, die Securities treffen mich an. Oh Gott. Schnell in den Tresor rein. Männer. Alles fertig hier. Okay. Können Sie bitte Ihre Securities abziehen hier? Oh Gott, Freunde. Okay, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der heutigen Episode. Wir haben im Lotto gewonnen, sind superreich und wir haben mittlerweile Personenschutz und zwei neue krasse Autos. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymix.